Au, okay, das ist schlecht. Aua! Aua! Warum? Oh Gott, ich bin gleich tot! Oh oh, ich bin gleich wirklich tot. Schnell aufladen. Komm mal her, du Blob. Erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt hier so dreidimensional ist. Übrigens musste ich gestern Abend leider feststellen, dass es Zelda Ocarina of Time gar nicht für die Switch gibt. Ich dachte, das wäre anders. Ist aber nicht so, weil ich wollte es ja eigentlich demnächst mal streamen. Ich hatte überlegt, naja, vielleicht gibt es das auch für die Switch, weil die Switch sich einfach völlig, ja, problemlos, sag ich mal, hier mit OBS kombinieren lässt. Aber da muss ich tatsächlich GameCube oder irgendwas rauskramen. Bei Gelegenheit. Und Hallöchen, Wookie, guten Abend. Oha, sehr gefährlich hier. Oh, schlechte Idee. Ja. Eieieiei. Aha. Ich bin ja lange nicht gestorben. Clemens, was wolltest du denn bestellen heute? Worauf hast du denn Bock? Ja, you died. Es ist tatsächlich so. Ihr müsst euch übrigens wieder merken, wo es hier lang geht, ne? Ich habe das bestimmt nachher wieder vergessen. Außerdem sterbe ich hier die ganze Zeit, oder fast? Ist ja brutal hier. Hallo? Oh oh. Oho. Okay, das geht aber. Dankeschön. Ich habe einen Kaffee bekommen. Ja. Cheers. So ein lieber Mario. Deine Pizza oder deine Lieblingsnudeln bei deinem Lieblingsitaliener? Richtig so. Richtig so. Da oben ist eine Kiste. Und da ist auch eine Kiste. Ja, Mario muss nochmal rascheln. Lassen wir Mario kurz rascheln. Raschel, raschel. Werde ich geraschelt? Schmeiß einfach auf den Boden. Einfach hintereinwerfen. Nein, den Döner hat er da nicht auf dem Boden. Ich redete nur von der Tüte. So, okay. Ach, da kommen wir rüber. Oh oh, da ist irgendwas. Oh, Skelettis. Als Alternative was vom Lieblingsasiaten nehmen, auf jeden Fall. Oh, Lieblingsasiat. Reisbandnudeln mit Gemüse und Rindfleisch. Geile Scheiße. Oh. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich mach das nicht, ne? Ich spiele. Das ist jetzt der Döner-Teller-Cam. Jetzt hättest du den noch wiegen müssen. Damit man weiß, was er hier bekommt. Mario, ich mag dich nicht mehr. Ne, Mario ist fies, aber was soll ich denn sagen? Warte mal. Ich hab's ja gar nicht richtig gesehen. Ist man das jetzt so richtig? Ich muss mal kurz. Ich mach kurz Pause. Warte mal. Oh, da mit Pommes und so. Das ist mein Ehemann. Das ist richtig. Und ich liebe ihn, man glaubt es gar nicht, ne? Doch, man glaubt's. Auch wenn er neben mir jetzt einen dicken Döner-Teller isst und ich habe mir so eine Tortellini vorn reingepfiffen. Naja, Döner macht schöner, das stimmt. Und Hallöchen, der Deliane-Mensch. Du hier, ist ja nicht zum Aushalten. Schön, dich mal wiederzusehen. Du hast ihn geheiratet, Anni. Du hast das so gewollt. Ja, habe ich ja auch. Und normalerweise esse ich ja auch einen Döner-Teller mit. Ich bin übrigens gerade schon wieder gestorben. Wir sitzen ja oft genug zusammen und essen beide Döner-Teller. Ja, das stimmt. Also normalerweise, es passiert super selten, dass Döner-Teller hier nur von einer Person vertilgt wird. Aber ich habe halt eben gerade schon gegessen. Ne? Außerdem, ich arbeite ja gerade an meiner Körperperformance. Ich nenne es jetzt so. Ne? Form heißt das nicht, Perform. Naja, Körperform und Körperperformance, je nachdem. Von daher, Döner-Teller ja, aber manchmal nur. Und Hallöchen, Steve. Guten Abend. Heute nenne ich dich wieder Steve. Du warst jetzt ein paar Mal da. Da kann ich wieder deinen Vornamen nennen. Aska muss sich demnächst mal Rahmen kochen. Oh, Aska, und wenn du ein gutes Rahmenrezept hast, dann bitte teile es. Teile es mit mir und sage mir, ob es kompliziert ist.
Und Hallöchen, Sibylaine. Einen wunderschönen. Teilt euch den Teller. Nee, Diane, ich habe ja schon gegessen vorhin. Alles gut. Also, mal ganz ehrlich, Essen wird ja nicht geteilt. Nee, also Döner-Teller, die muss man auch nicht teilen. Das finde ich nicht gut. Das funktioniert nicht. Dafür ist zu wenig dran an so einem Döner-Teller. So, könnten wir jetzt mal die komischen... Wie kriegen wir die denn kaputt? Kann man die dann hier von den... Die kann man doch nicht überfahren lassen, oder? Warum nerven die so elendig? So, komm, jetzt möchte ich aber da durch. Oh, oh. Aua. Irgendwie... Wie kriegt man die kaputt? Ich habe doch gar keine Bomben. Ach, Moment, Moment. Mit Aufladung? Mit Aufladung! Warum komme ich denn da nicht drauf? Was ist denn da los? Ah, Moment. Es war noch nicht genug aufgeladen. Alter, Verwalter, was ist denn hier los? Sterbt der schon wieder? Shit, shit! Ich stelle mich an wie der letzte Horst. Bei dir sind die Döner so dick und gefüllt, dass du ihn fast nie aufessen kannst, wo wir noch in Spandau gelebt haben. Ja, eine Zeit gab es da in unserem Leben. Eine dunkle Zeit. Da hatten wir dort einen Dönerladen. Der heißt Jemek. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Das war der Döner in Spandau. Ohne Spaß, ja. Wir haben das Ding gewogen. 700 Gramm. 700 Gramm Döner. 750. Es war so krass. Ohne Spaß. 750 Gramm geballter Döner für 4,50 Euro. Ne? Und man war da ja schon Stammkunde. Und als wir damals weggezogen sind aus Spandau und einfach nochmal unsere alte Wohnung, weiß gar nicht, was wir da wollten, ich glaube nochmal was gucken oder so, ja, hatten wir uns auf jeden Fall nochmal diesen Originaldöner geholt. Ey, das war ein 750 Gramm. Naja, also ob du wirklich dahin willst, ja, 750 Gramm Döner, ohne Spaß. Spandau, Streitstraße? Wie ist denn die Straße da? Streitstraße, da fährt der 136er und der 236er. Hakenfelde ist das. Essen für 3 Tage. Nee, also wir haben den auch so einfach. An einem Abend. Das war auch so ein Döner. Den gab es auch an dem Abend, wo Mario mir einen Heiratsantrag gemacht hat. Mit Döner angestoßen. Mit Döner angestoßen. Hey, hallo, das klingt jetzt schon wieder komisch, aber es war so romantisch. Ja? Es war einfach so. Ja, also von daher, Streitstraße, Hakenfelde. Ja, Spandau, Berlin, Spandau. So ist es halt. Es gibt ja viele Ecken in Spandau. Aber dieser Döner war schon krass. Da waren wir auch mega traurig und haben gesagt, ob die bitte nach Pankow ziehen könnten. Wir wären die Kunden schlechthin, aber wir haben hier auch einen neuen Döner unseres Vertrauens gefunden. So, jetzt müssen wir hier kurz warten. So. Kann ein bisschen dauern hier. Gab's den auch als Hochzeitsfestessen? Nee. Es wurde gegrillt bei unserer Hochzeit. Richtig viel gegrillt. Viele Beilagen. Geile Hochzeitstorte, würde ich nochmal essen. Ich habe nur ein Stück abbekommen. Die war zweistöckig. Aber ja. Döner wäre jetzt vielleicht nicht so geil gewesen. Aber, also doch, wäre eigentlich schon, aber man wollte ja auch nicht, dass die Leute jetzt dann da einfach nur platt rumliegen, ja, nach dem Essen. Gab ja schließlich noch Hochzeitsspiele. Gegrillte Hochzeitstorte. Ja, so eine Meat-Torte da, ne? So eine Fleischtorte. Frisch vom Grill. Nein, mit Zitrone und Orange. Und Sahne und lecker Boden und süßen Schäfchen drauf. Die beste Hochzeitstorte, wo gibt. So, wir haben alle... Ach nee, haben wir nicht. Komm, bam. Haben wir jetzt alle? Der ist nicht tot. Currywurst und Pott gehört zusammen. Ah, die gute Currywurst. Ey, sag mal, warum stirbt denn der nicht? Was habe ich falsch gemacht? Muss der vorher schon im Dreck liegen? Eigentlich nicht, oder? Komm, jetzt haben wir es. Tada.
Ja, Currywurstbuden, ne, Alex? Musst du wieder nach Berlin kommen. Kriegst du Currywurst überall. Kannst du Konopke besuchen, Curry 36 kannst du besuchen. Oder einfach auch jeden billigen Bahnhofsimbiss. Die geben dir auch eine Currywurst im Regelfall. Der richtige Blumenpott. Auf jeden Fall. Blumenpott und Currywurst. Au, oh. Oh, Spinnies, Clemens, guck mal. Die sahen in 2D auch schon niedlich aus. Oh, Money, Money. Ey, 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 ey. Sag mal, kleines Mäuschen. Igitt-Spinnen, die sind wirklich süß. Ohne Spaß, die sind doch schnuffelig. Money für die Annie. Das hat sich gereimt, Deliane. So, hier, was ist denn da? Ein Speicherpunkt, den brauchen wir. Können wir was machen? Hallo? Ah ja, wir werden zur Statue. Also hier war ich tatsächlich schon mal vor Jahren, als ich das schon mal gespielt habe, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß eh nicht mehr. Davon reichlich. Und Wayman, guten Abend, einen schönen Montag. Einen schönen Feierabend an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Egal ob von Schule, Hausarbeit, Uni, Arbeit, wie auch immer. Jenny hat Angst vor Spinnen. Ich habe auch so mein Problem mit manchen Spinnen. Aber nicht so wie Clemens. Wobei, Clemens hat auch wirklich die Arschkarte gezogen, weil bei Clemens wohnen Monsterspinnen. Clemens hat uns mal ein Bild geschickt. Ich glaube, ich hätte einfach geheult. Ich hätte geheult und geschrien und Mario hätte irgendwas machen müssen. Weil das sind so Spinnen, die sind einfach viel zu groß. Geht gar nicht. Ja, Clemens, viel Erfolg. Viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Leider gibt es in Berlin keinen Lieferservice, der bis nach Marburg liefert. Sonst hätten wir für dich mal kurz online bestellt. Nika hat auch panische Angst vor Spinnen. Ja, Jenny, Clemens muss dir mal ein Bild schicken. Oder Clemens, hast du noch das Bild? Oder, oh Gott. Clemens hat uns damals so ein Bild geschickt. Und er hat die bestimmt noch. Zwei Bilder von diesen riesigen Spinnen. Wenn Clemens Lust und Zeit hat, ich wiederhole das auch gleich, wenn er wieder im Chat ist, dann kann er ja vielleicht diese Bilder mal irgendwo hochladen, bei so einem File-Upload. Ich habe heute bei Imager ein kleines, kurzes Video gesehen, da war irgendeine Gartenlaube oder was auch immer, da haben sie gefilmt drinne. Da waren tausende von diesen kleinen mini-gebrüdeten Oberlangbein-Dingern. Oh, tausende. Die sind in Knäueln von der Decke gefallen. Ey, das sah total widerlich aus. Das muss nicht sein. Wenn ich es nochmal finde, poste ich es mal. Ja, mach mal. Wie komme ich hier weiter? Du hast entspannt auf der Couch gesessen, hab die Spinne gesehen, bin aufgesprungen und rausgerannt aus dem Zimmer. Oh, die verstecken sich vor deinem Brutzler. Und Sapje mag Spinnen viel lieber als Mücken. Einzig, wenn die mal wieder so doof sind, sich vor deinem Monitor abzuseilen, fliegen sie raus. Es ist ja so, ne? Mario und ich sitzen ja nebeneinander. Er sitzt ja mal rechts neben mir. Links eine Wand, rechts eine Wand, relativ nah. Ja, der Raum ist ja hier nicht so breit. Und irgendwann aus dem Augenwinkel habe ich nach da geguckt und sehe nur, so aus dem Augenwinkel, irgendwas huscht an der Wand lang. Da ist da auch so eine Spinne. Wahrscheinlich war sie nur so, aber für mich war sie so. So, ja. Lang gekrabbelt. Da war mir schon komisch. Oder da war mal einer auf dem Flur. Und da habe ich so zu Mario gesagt, mein Gott, da ist eine riesen Spinne auf dem Flur. Die war wirklich groß. Also, die war wirklich groß. Und er dann so, ja, wo ist denn die? Ich wollte sie ihm zeigen und sie war weg. Albtraum. Albtraum. Da kannst du nicht pennen. Und willkommen zurück, Clemens. Clemens, hast du noch die Bilder von den Spinnen an deiner Tür? Wenn ja, kannst du das mal hochladen, irgendwie bei so einem gratis File-Upload irgendwas und das mal mit uns allen teilen? Möchtest du das mal machen? Einfach nur, um zu zeigen, was bei dir lebt. Was da mutiert ist. Das hat Mario gesagt. Das ist schlimm, wenn die Spinne nicht mehr da ist, wo sie war. Es ist zum Kotzen. Ist das. Ich habe ja kein Problem mit Spinnen. Und manchmal habe ich so Anflüge, da möchte ich so mega cool sein. Ja, manchmal ist das einfach so, da denke ich mir so, boah, ja, weiß ich nicht, wenn irgendwer halt vielleicht auch so ein bisschen
zurückhaltender ist und so und vielleicht auch ein bisschen Panik vor irgendwas hat, dann habe ich immer so das Bedürfnis, naja, dann lasse ich halt die coole Annie raushängen und habe da keine Angst vor. Und es gab auch eine Zeit, wo ich dann Spinnen anfassen konnte. Seit ich mit Mario zusammen bin, weiß ich nicht, ist meine Spinnencoolness flöten gegangen. Geht nicht mehr. Geht einfach nicht anders. Ich habe genauso Panik vor Spinnen wie wahrscheinlich viele, viele andere. Was der Frechdachs gesagt hat, dass du Bilder von dir schickst. Das hat der Frechdachs gesagt. Jetzt frage ich mich aber gerade. Moment. Gehen die auch weg? Die gehen nicht weg. Hier geht's auch nicht. Komm hier gar nicht raus. Wie kann ich denn die Vasen zerstören? Ich kann ja hier nicht mal meine Attacke machen. Moment. Ah, ich habe eine Idee. Schießen? Ja, so richtig schießen kann ich nicht. Aber ich kann hier oben was wechseln. Mal gucken. Geht es? Ha, sehr schön. Okay, das war zumindest ein Anfang, aber das Zeug kriegen wir nicht gesammelt. Ja, Fernkampfangriff, ja. So. Ach so, da, das ist falsch hier. Gehen wir mal rüber. Aber wirklich, das, was bei Clemens da lebt an Spinnen, ich wäre ausgezogen. Ohne Spaß, ihr Lieben, ohne Spaß. Das hat noch nicht gereicht. So, jetzt ist aber immer noch das Problemchen. Ach nee, wir haben kein Problemchen. Alles gut. Oh, jetzt muss ich da drüben auch noch den Weg freimachen? Nee, muss ich, glaube ich. Doch, muss ich. Scheiße. Ach, da muss ich nochmal darüber. So. Tada. Alles kaputt? Alles kaputt. So groß wie eine Vogelspinne. Was ich übrigens witzig finde, also das mit den Spinnen, ja, Spinnen nicht mögen, ne, haben ja viele, aber auch wenn Clemens zum Beispiel Spinnen überhaupt nicht ab kann, Clemens hat Schlangen zu Hause. Ich dachte immer, dass man dann weniger Probleme damit hat. Clemens, wie kommt das eigentlich, dass du Schlangen haben kannst, aber Spinnen so auf Teufel komm raus nicht ab kannst? Schlangen sind geil. Dein Wort in des Schlangengottsohr. Schlangen haben keine 8 Beine. Vogelspinnen findest du auch nicht so schlimm wie normale. Dein Bruder hat auch Schlangen. Okay, alle haben Schlangen. Jenny findet Schlangen auch toll. Alle finden Schlangen toll. Oh nein! Oh. Uiuiui. Nochmal. Da gehen wir einfach unter hier. So, schnell, schnell, schnell. Lass mich rüber. So, aber jetzt ist natürlich das Problem. Ich hätte vorher was kaputt machen müssen. Vielleicht, weil du immer mit Schildkröten und so weiter aufgewachsen bist, dass du weniger Probleme mit Reptilien hast. Könnte sein. Ich hatte nur Hamster und Wellensittiche und eine Katze. Das hat mir gereicht. Ach, nee, doch. Das war's. Kaulquappen, oder nicht Kaulquappen. Doch, Kaulquappen zählen nicht. Und so eine Urkrebse zählen auch nicht. So, schnell rüber. Du kennst jemanden, der hat eine komplette Wand mit Terrarien mit Spinnen drin. Ich kann die Wohnung nicht betreten. Geht nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn er dann vielleicht eine draußen hat. Oh! Die kleine Luzi, die ist irgendwo unterwegs. Ich habe sie schon seit 2 Tagen nicht gesehen. Schön. Oh, Clemens hat die Bilder gepostet. So, also klickt mal den Link. Beziehungsweise, Moment. Ja? Damit alle was davon haben, die vielleicht gerade nicht umschalten können. Da muss ich mal gucken. Ob ich das hier hinkriege?
Bildschirmaufnahme. Düpp, düpp, düpp. Ist das nicht schön? Das ist die Spinne, die Clemens am Start hatte. Das ist doch klasse, oder? Das ist nur rangezoomt, ey, so Minispinne hier, so ja, ja. Meter oder so gefühlt. So. Machen wir wieder weg, ne? Schön. So eine hübsche Spinni. Achso, und das zweite Bild ist auch schon am Start, ne? Moment, das machen wir dann auch gleich. Einen Moment. Kurz suchen. Das ist die zweite. Ich zoome es mal ein bisschen größer. Sowas lebt bei Clemens in der Wohnung. Sowas. Ja? Sowas. Hui, jui, jui. Braucht man vielleicht nicht. Könnt ihr euch noch ein bisschen angucken. Ach Gott. Moment. Ich wollte eigentlich hier wieder auf meinen Bildschirm. So. Okay. Haben wir. Jetzt muss ich meinen Bildschirm wieder aufräumen. Alles wieder verschoben hier. Das passiert immer, wenn man hier irgendwie rumbastelt. So, habe ich alles. Und Hallöchen Miri. Und Ari, guten Abend. Du findest sie gar nicht so schlimm, also ich weiß ja nicht, ne? Es gibt so Spinnchen, die vielleicht nicht so cool sind. Du würdest laut schreien, Glotzi, ich verstehe das. Ich würde auch... Ob du deine zeigen möchtest, Deliane, wenn du möchtest, hol die Spinne raus. So. Ich muss aber trotzdem hier mal ein bisschen weitermachen, ne? Wir haben uns gerade von den Spinnen ablenken lassen. Clemens. Und solche Riesenviecher finde ich meist dann spät nachts, wo man nur ungerne saugen möchte. Diesen Zusammenhang, also wir reißen das nicht aus dem Kontext, ne? Wir reißen das niemals aus dem Kontext. Das würde uns nie einfallen, vor allen Dingen nicht bei Clemens. Clemens möchte einfach so spät nachts nicht saugen. Für die Spinnen, die paar Monate euch habe ich was gefunden. Oh Gott. Dann muss ich jetzt kurz... Moment. Moment, ich schalte nochmal... Viel Spaß damit und gute Träume. Ach, Moment, ihr Lieben. Ah, oh, Moment. Das muss ich gleich starten. Schalten wir wieder um. Mach's mal groß. Oh, jawohl. Ist das nicht schön? Das ist schön, oder? Das ist Evolent 2. Oh Gott. Da würde ich jetzt nicht so gern wohnen wollen. Eieiei. Klasse, oder? Oh mon Dieu. Jetzt sehe ich den Chat schon wieder nicht. Immer mache ich hier irgendwas auf und sehe den Chat nicht mehr. Jenny muss weg. So, jetzt haben wir es wieder. Wie soll man da noch essen? Mario schuld. Züchtet er die? Ich glaube einfach, das war irgendwie so eine total verkeimte Wohnung. Keine Ahnung. Brudi muss los. Ja, genau. Aska hat damit keine Probleme. Das ist schön, Aska. Wenigstens einer von uns allen. Okay, so. Ich muss weiter hier. Komme ich von hier? Nee, da ist einfach nur... Doch, von da komme ich, glaube ich. Muss ich denn lang? Muss ich immer noch nicht durch. Ich kann mit dem komischen Bob hier nämlich nicht darüber laufen. Da muss ich lang. Genug Spinnen für heute. Ne? Das geht so nicht. Ne, es ist doch ein anderes Gebiet hier. Oder? Ne, hatten wir vorhin die Skelette. Ich laufe einfach noch mal ein bisschen rum. Schadet ja nicht. Wie komme ich denn da eigentlich nach oben? Clemens hat noch den Link zu Deliane-Spinne gepostet. Okay, ihr Lieben, ihr wolltet es so. Moment, ich mache mir den kurz auf. Wo ist ein Clemens-Link? Da.
Ja, kommt sofort. Moment. Oh, und The Darkness. Hallöchen und vielen Dank für dein Huisab. 7 Monate auch schon. Danke, danke, danke. Ich zeige euch gleich noch eine Spinne. Ihr wolltet es nicht anders. Moment. Moment. Da. Das ist die Spinne von Deliane. Da hier, die Höhe vom Fensterbrett sind 2 cm. Das Ding ist also dann entspannte 4 cm mit ausgestreckten Beinen. Gönn dir. Aktuelle Betrachter 9. Na, das ist doch schön, ne? Also das ist doch klasse. So macht man das. Igittigitti fui. Heieiei. So, wieder alles hier. Umschubsen. Passt. Und bitte für Darkness-Hype. Mach ihr Hype schon. Vorbildlich. Danke, danke. Du kannst die Viecher nicht mal wegmachen. Du hast so einen Schiss davor. Das geht nicht mal mit dem Staubsauger. Und Vanessa quiekt auch schon. Es ist halt so, ne? Spinnen kann nicht jeder ab. Aber also bei solchen Spinnen ohne Spaß. Also, da würde mir einfach auch schlecht werden. Und das gibt dann so ein komisches Kribbeln und so ein Taubheitsgefühl im Fuß und... Oh. Du musstest die mit Haarspray betäuben und dann 2-mal mit dem Schuh draufhauen und platt drücken. Und jetzt hast du ein Andenken auf dem Teppich. Glotzi, danke schön. Auch schon 20 Monate Resub. Du hast eine Spinnenphobie. Vielen, vielen Dank. Hype für Glotzi Spinnenphobie. Hype für alle Leute mit Spinnenphobie. Hype. Das muss gefeiert werden. Dankeschön. 20 Monate. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Krass. Auf die Spinnen. Und die Phobien. Oh. Ihr Lieben, ich komme nicht klar. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich habe meinen Ritter hier irgendwo gelassen. Arachnophobie-Hype. Ja, sind auch okay, aber solche magst du nicht. Was? Und Rungsmungs, dir ist mal eine Spinne quer übers Gesicht gerannt. Alter. Ich hätte geschrien, geheult und wahrscheinlich aus Versehen draufgebissen. Oh. Stellt euch mal vor, die krabbelt und dann so... Dann guckt da nur noch so ein Spinnenbein raus. Ups. Oh Gott, nee. Bitte nicht. Es wär mein Albtraum. Ich glaube, ich würde mich nur noch übergeben. Ich glaube, ich würde gar nicht mehr klarkommen. Und ich würde schrecklich weinen, weil das einfach so eine Demütigung von der Spinne gewesen wäre. Ja? Wirst du halt so gedemütigt, weil sie sich von dir aufessen lässt. Anni beißt auf alles drauf. Ja, wenn man nicht vorsichtig ist, kann das passieren. Ist halt so. Nett, dass du meine Pizza teilst. An Sapir. Sehr schön, ne? So läuft das. Ach Gott, ey. So, ich muss wieder in den anderen Raum. Ihr helft mir ja nicht. Ihr erzählt mir nur irgendwas von Spinnen. Wie soll ich hier klarkommen? Ich werde hier noch in 3 Stunden irgendwie in dem Bereich rumrennen. Oder sterben, oder? Na, was ist denn hier los? Wir müssen da hoch, glaube ich. So, da, da, da. Und da. So, sieht doch gut aus. Und Hallöchen Nachtkauz, nach fast 2-tägiger Irrfahrt in Nordrhein-Westfalen wieder daheim bei der Herde. Bahntotalausfall in Düsseldorf gestrandet, endlich zu Hause, einen schönen guten Abend in die Runde und will auch eine Spinne haben. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist und ja, Nordrhein-Westfalen war wohl für viele der Spaß schlechthin gestern. Und so eine Spinne, vielleicht kann dir Deliane eine abgeben. Oder Clemens, wenn er mal wieder eine nachts findet, weil er nicht saugen möchte. Ja, klingt komisch, aber Clemens weiß, wie das gemeint ist. Ach, schön. Wo wir damals noch in Spandau gewohnt haben, ja. Ich werde die Zeit nie vergessen. Da haben wir an der Endhaltestelle von der Busstation da gewohnt. Also nicht an der Haltestelle selber. Wir hatten tatsächlich auch eine Wohnung. Glaubt man gar nicht. Hätte ja auch anders sein können. Wir haben nicht an der Haltestelle gelebt, aber in der Nähe. Und das war halt auch schon richtig am Wald, ne? Und was da auch an dieser Haltestelle hing, alles an Tieren und an Kokons. Also du dürftest da auch keinen Schiss haben, wenn du da nachts standest. Da konnte einem auch so ein bisschen komisch werden. Schöner Soundbug hier wieder.
Das klingt wirklich komisch irgendwie schon. Ey, wir haben Stufe 12. Geil. Geht voran hier. Ey, 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 ey. Na, also jetzt komm mal her, Kleiner. So. Den müssen wir noch. Haben wir. Klickt mal auf den Link oben zum Totlachen. Da muss Mario jetzt erstmal den Link klicken. Vorsorglich, den Asuka gepostet hat. Bevor ich jetzt hier irgendwas öffne. Guck mal, hier ist noch eine Spinni. Spinni, Spinni. Oh yeah. Das mache ich, ihr Lieben. Das machen wir kurz. Uno momento. Wie schön. Wie schön. Dieses Kind, das ist wunderbar. So, Moment. Ist schon fies. Ich glaube, ich hätte auch so gelegen. Ohne Spaß, ne? Geil. Ach, schön. Es gibt schon wirklich miese Dinge. Das muss man einfach sagen. Das gibt wirklich miese Dinge. Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Mit dir will man doch eigentlich alles teilen, Clemens. Auch diese witzige Spinne von dem kleinen Jungen. Die Spinne wäre was für deine Haustür, Asuka. Wenn man klingelt, kommt die raus. Oh, weia, ey. Ich glaube, manche Leute würden nie wieder vor deiner Tür stehen. So. Ich muss mich kurz orientieren, ihr Lieben. Komisches Wort aus meinem Mund. Habt ihr mal wieder Conan gespielt? Tatsächlich nicht, Deliane. Seit dem Schlingeltanz damals nicht mehr. Glaube ich. Also lange nicht. So. Aua! Böse Flamme. Aua! Was ist denn hier los, diese Flamme? Müssen wir irgendwie entzünden. Wir haben, wenn, dann Ark und Atlas gespielt. Oder jetzt halt gerade spiele ich Evolent, ne? Ein Jumpscare wortwörtlich. Auf jeden Fall, ey. Dieses Kind. Herzklopfen ohne Ende. Ich muss irgendwie hier die Lichter anmachen. Mal kurz gucken, wie rum. Ach Gott. Super schlau. Und Nachtkauz, herzlichen Dank für dein Abo, Mensch. Willkommen in der Herde. Du bist noch ganz, ganz neu. Ein junges Lämpchen. Hype für Nachtkauz. Willkommen in der besten Herde der Welt. Das muss man ja wohl mal sagen. Ne? Ordentlich hypen. Das wird ein Rätsel, wo Anni noch länger dran sitzt. 2 Jahre vergehen. Ja, wahrscheinlich. Oh, so ein schöner Hype. So lobe ich mir das, ihr Lieben. So muss das aussehen. Ein kleines neues Kuschelschaf ist am Start. In Form eines Nachtkauz. Ein Schaf im Nachtkauz-Kostüm, ich sag's euch. Sieht bestimmt auch süß aus. So, ich muss jetzt hier klarkommen. Daran scheitert's allerdings. Hier, so eins haben wir angezündet. Das Zündeluder Anni hier. So, wie kriegen wir das andere? So, oder? Nee. Ich bin zu doof. Das muss doch hinhauen. Jetzt, aua. Komm, der nächste. Nein, warum geht das nicht? Eins dahin, eins dahin. Oh Gott, ich verkack das hier. Oder ich kann das rechtzeitig, kann ich das jetzt drehen? Ich sterb hier noch. Ich sag euch das, bin zu blöd. Also, der geht einfach nur hoch und runter. Wie kriegen das Ding angehalten? Gar nicht. Ah, so, also jetzt hier. Konzentration, mehr oder weniger. Das Ding so. Jetzt drehe ich das Ding. Dann ponkt das irgendwo rüber. So, ponk hoch und nach links und nach unten. Und das brennt ja schon. Das brennt doch schon. Was können wir denn mit dem Teil machen? Gar nichts. Die kriegen wir doch gar nicht weg. Au. Oh. Zu blöd gerade. Das muss ja jetzt doch eins von den oberen sein. Oder? Oder? Ihr könnt euch das angucken.
Und ich kann es nicht kapieren. Das ist doch schön. Das kann doch nicht sein. Warte mal. Kann ja nur darüber laufen, oder? Hoch, runter, links. Bringt nichts. Und wenn ich jetzt hier nochmal drehe, dann geht's darüber. Wupp. Oh, da haben wir was angezündet. Dann geht's wieder hoch und dann muss ich rechtzeitig hier bestimmt drehen, oder? Ich drehe mal. Und jetzt noch eins. Da, hoch, runter. Drehen wir anders? Oh, oh, shit, das war falsch. Du gibst keinen Tipp, Clemens, du hättest selber gar keinen. Gib's doch zu. Ha! Guck dir an, ne? Ich hab's geschafft. Es war eigentlich auch nicht schwer, aber... Es liegt ja beim Auge des Betrachters. Oh, ein Schalter und ein Blobbelblob. Das ist übrigens der Blub, der immer im Spinat ist. Sieht so gar nicht so lecker aus.